Ja, einen schönen guten Abend. Ich war kurz irritiert von dem eigenen Shortcut, der jetzt ein anderes Fenster geöffnet hat. Ja, ich möchte gerne die Ankündigung des Remarkable 2 benutzen, um etwas über mein papierloses Büro zu sagen, dem ich mich sehr stark annähere. Und wenn wir schon über Digitalisierung reden, dann können wir auch darüber reden, wie wir unsere gewohnten Arbeitsabläufe in eine digitale Umgebung bringen und um es gleich vorweg zu sagen, es hat nicht lange gedauert, dass ich die Ankündigung gesehen habe und das Remarkable 2 vorbestellt habe, denn ich bin vom Vorgänger sehr überzeugt. Und weil Christoph Poschke heute danach gefragt hat, möchte ich ganz gern heute ein paar Sachen zeigen, die ich damit in meinem akademischen Alltag mache. Das ist übrigens die zweite Version dieses Videos, denn ich habe ein wesentliches Tool nicht genannt, was mir die Arbeit damit erleichtert und was eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt mit dem Remarkable 2 gut arbeiten kann. Dazu aber später mehr. Vielleicht ganz kurz, das Gerät, was ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde, ist das Remarkable 1. Also das ist der Vorgänger, den man seit geraumer Zeit benutzen kann. Ich glaube, ich benutze das Gerät jetzt seit 2 Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Sie sehen hier den Startbildschirm des Ganzen und auch den zugehörigen Stylus, der für manch einen oder der manch einen mit einem Fragezeichen zurücklässt. Denn Sie sehen die Spitze dieses Stiftes. Also ich kann das hier mal ganz kurz ein bisschen größer machen. Die kann man oder muss man austauschen. Die nutzt sich beim Schreiben wie eine Mine ab. Das Ganze ist wirklich nicht dramatisch. Und es gibt aber eine Alternative, die ich heute ganz kurz zeigen will. Das ist der Staedtler Noris Digital, Stylus Noris Digital, der für 24 Euro einen adäquaten Ersatz darstellt, dessen Mine sich nicht abnutzt. Das Schreibgefühl auf dem Remarkable ist etwas anders als mit dem originalen Stift, aber man kann es gut verschmerzen. Gut, technische Voraussetzungen, um das Remarkable effektiv zu nutzen, also das ist der, zeige ich vielleicht gleich, dann haben wir das hinter uns. Also das ist das Stylus Noris Digital. Ich verlinke das die Quelle im Kommentarbereich unter diesem Video. Und eine der zentralen Voraussetzungen für ein solches Gerät ist ein professioneller Scanner, der mit hoher Last arbeiten kann. Erschrecken Sie bitte nicht, der hier aufgerufene Preis für den Fujitsu ScanSnap iX500 ist mit 900 Euro etwas hoch, weil er nicht mehr produziert wird, also wird nicht mehr verkauft. Und der Punkt ist, man bekommt die Geräte und Nachfolgegeräte aus derselben Reihe für ungefähr 500 Euro. Was leistet dieses Gerät? Es ist ein Scanner, den Sie in eine Wireless LAN-Umgebung einbetten können, der dann faktisch standalone irgendwo im Hause oder im Büro stehen kann, der 25 Seiten in der Minute doppelseitig mit OCR-Erkennung einscannt und damit die ideale Voraussetzung für ein mehr oder weniger tatsächlich papierloses Büro ist. Wenn Sie den Papier bekommen, ja, dann scannen Sie das ein, dann haben Sie es digitalisiert und können dann auf dem Remarkable damit arbeiten. Das im akademischen Kontext ist nicht ganz unwichtig, denn wir korrigieren ja eine Menge und wir lesen eine Menge und das heißt, alle Quellen, die Sie mehr oder weniger den ganzen Tag im Durchlauf haben und die jetzt nach und nach auch immer als PDFs versendet werden, als E-Mail-Anhänge, können Sie wunderbar auf dem Gerät lesen, importieren und dann bearbeiten. Also das heißt, die Zeit spielt eigentlich für das Gerät und nicht dagegen. Gut, ich zeige Ihnen das Ganze jetzt in einer Live-Ansicht. Das, was Sie hier sehen, dies aufgenommen mit dem Elmo Presenter. Ein sehr, sehr schönes Tool für die Zweitaufnahme mit zweiter Kamera. Ich würde Ihnen heute ganz gern 4 Dinge zeigen, glaube ich. Ja, 4 Dinge sind es wohl. Zunächst einmal die Arbeit mit vorgefertigten PDF-Formularen, die Sie beziehen können im Netz an jeder Stelle. Da gibt es eine Menge Listen. Das zweite, die Korrektur von PDFs. Dann die Anfertigung von Notizen neben der automatischen Texterkennung. Und zum vierten, das Abfassen von Briefen. Wenn ich Ihnen hier die Korrektur an einem Aufsatz zeige,
Denken Sie bitte im Hintergrund immer mit, was wir im geisteswissenschaftlichen Bereich noch für Korrekturleistungen zu erbringen haben. Und ich kann Ihnen keinen Einblick geben in die Dokumente, aber das ist eine ganze Menge, die man sich hier an Material oder die man hier an Material mit sich führen kann, ohne dass man sich tatsächlich damit belastet. Gut, fangen wir einfach mal an mit einer typischen Vorlage, das heißt einem PDF, das man hier verwenden kann. Sie sehen schon, das handelt sich bei dem Remarkable um einen E-Ink-Reader, der ohne Backlight daherkommt. Das kann man sich in der Ideologie der Paper People ganz gut zurechtlegen, nämlich Achtung die Uhr. Das kann man sich in der Ideologie der Paper People ganz gut zurechtlegen, denn auch Papier hat kein Backlight. Gut, also ich lebe sehr gut und sehr gern damit und möchte eigentlich zeigen, das ist eine fertige Vorlage für einen PDF. Also das heißt, der Hintergrund ist ein PDF, das zeige ich vielleicht gleich mal noch, dann kann man sich das besser vorstellen. Also wir haben einen Background und darüber liegt ein Layer mit einer, den man dann beschreiben kann. Und ich benutze diese To-Do-Listen, vorgefertigten To-Do-Listen, um mir Notizen zu machen und vor allen Dingen mich selbst zu erinnern daran, welche Aufgaben noch vor mir stehen. Ich muss, glaube ich, hier in einem Linguisten nicht sagen, welche herausragende Bedeutung das Schreiben von Hand von solchen Listen hat. Für die Memorierbarkeit von zum Beispiel Terminen. Es gelingt mir nicht immer, wie zum Beispiel hier, ich schulde Laura Neuhaus noch ein Gutachten. Schande über mich. Gut, also das ist eine, das sind To-Do-Listen, die man relativ schön damit anlegen kann. Es gibt da Kalenderübersichten, es gibt Einkaufslisten, Checklisten und so weiter und so fort. Also das ist ein buntes Meer an. Vielleicht zeige ich es einfach mal. Das sind unterschiedlichste Vorlagen. Ich habe hier Kalendervorlagen. Dann Notes, die man benutzen kann, Daily Notes, To-Dos mit Scheduling und so weiter und so fort. Also das ist eine ganze Menge, was da an Möglichkeiten vor einem liegt. Und jetzt wieder zurück an der Startseite. Gut, das wäre Thematik Listen, Kalender, Scheduling und so weiter. Das nächste, das ist ein Aufsatz, ein Paper von Marie-Louise Merten, das ich, und ich hatte die Freude, das begutachten zu dürfen für das Journal für Medienlinguistik, das Constanze Marx und andere herausgeben. Das ist ein Open Review, was hier bei den Artikeln zum Einsatz kommt. Also Marie-Louise weiß, dass ich diesen Artikel korrigiert habe. Und ich zeige nun mal ganz kurz ein paar Basisfunktionen einer solchen Korrektur. Sie sehen schon, das geht beinahe verzögerungsfrei, dass Sie hier Notizen und Korrekturen anfertigen können. Das zweite ist, dass Sie haben Sie haben unterschiedliche Stiftdicken können in Schwarz, Grau und Weiß schreiben. Weiß mag jetzt auf den ersten Blick ein wenig eigenwillig sein, aber damit können Sie zum Beispiel wunderbar mit bestimmten Hervorhebungen arbeiten. Zeige ich Ihnen auch mal. Also man muss nur negativ denken, dann geht es schon. Also in negativ denken, dann geht es schon. Also und kann dann zum Beispiel hier auf dieser schwarzen Oberfläche natürlich Hervorhebung machen. Und es ist wirklich ein guter Artikel. Freue ich mich schon darauf, wenn er publiziert wird. Daneben haben Sie die Möglichkeiten des Highlightens, ja, und ich liebe schon das Geräusch, ja, die das Remarkable macht, ja, und Sie sehen auch mit dem Norris Stylus oder Staedtler Stylus kann man wunderbar auf diesem Tablet arbeiten. Gut, dann ein weiterer Schritt, nämlich ich sag mal Briefvorlagen. Sie sehen hier schon, das ist eine angepasste Vorlage eines maschinellen Briefs. Allerdings jetzt nicht mehr mit einem Layer, sondern zweien. Sie sehen hier wieder den Background, den Layer 1, das ist die Linienführung, und den Layer 2, in dem man schreibt. Und das benutze ich eigentlich mittlerweile, wenn ich unterwegs bin, doch ganz gern, dass man ans gemeinsame Prüfungsamt, ja, so,
Dresden, den 18.03.2020. Und dann blendet man den ersten Layer aus und hat einen handgeschriebenen Brief, der vom Gegenüber, wenn das Gegenüber den Brief lesen kann, auch geschätzt wird. Gut, das Ganze schließe ich jetzt mal und zeige noch eine weitere Funktion, die ich sehr gerne benutze, nämlich die sogenannten Notebooks oder Sheets. Hier in einer sehr beliebten Anlage, nämlich der Cornell Template. Es gibt, weiß nicht, 25 oder 30 Templates inklusive multiperspektivischer Arrangements, sodass man auch perspektivisch zeichnen kann, mit unterschiedlichen Fluchtlinien im Horizont, kariert, liniert, plank und so weiter und so fort. Das heißt, es sollte eigentlich für jede Vorliebe was dabei sein. Warum ist Cornell so großartig? Es ist einfach möglich, in diesem Bereich sich Notizen anzufertigen, ja. Und das Ganze dann mit Marginalien zu versehen und sich zum Beispiel in diesem Bereich Fragen zu notieren. Und dadurch hat man eine sehr, sehr schöne und übersichtliche Vorlage, um Protokolle anzufertigen, um Gesprächsergebnisse festzuhalten, um in Prüfungen zum Beispiel Mitschriften zu machen. Und das Ganze ist für mich eigentlich die Standardvorlage für das Notizbuch geworden. Gut, jetzt, weil Christoph Puschke danach gefragt hat, eine Möglichkeit, nämlich den handgeschriebenen Text durch eine Texterkennung laufen zu lassen. Dafür verbindet das Gerät mit einer Cloud über Wi-Fi. Und das Ganze zeige ich vielleicht nochmal an der nächsten Seite. Ich muss mich wirklich anstrengen. Ich benutze die Funktion so gut wie nie. Wohl wissen, dass meine Handschrift nämlich für die meisten Texterkennungen eine echte Zumutung ist. Ich probiere es jetzt dann nochmal, um Christoph das zu illustrieren. Also, lieber Christoph, jetzt probiere ich die automatische Erkennung, ja, da würde er schon streiken, meiner Handschrift, ja, das ist, ich möchte es wenigstens noch richtig schreiben, ne? Also, meiner Handschrift. Womit das Remarkable außerordentlich gut zurechtkommt, sind Listen. These 1, These 2. Und jetzt geht man auf die automatische Texterkennung, also Convert to Text and Send. Das Ganze wird konvertiert und man sieht schon, also trotz einer furchtbaren Handschrift, die ich selber kaum noch lesen kann, kann das Gerät daraus einen relativ gut lesbaren Text konvertieren und das dauert auch nicht ganz so lange und ich kann ihn dann per E-Mail versenden. Die E-Mail-Funktion kann ich jetzt nicht zeigen, da leider E-Mail-Adressen hinterlegt sind, die auch nicht alle meine eigenen sind. Deswegen muss man mir das glauben. Das Zweite, was ich nicht zeigen kann und werde, ist die Cloud-Anbindung des Ganzen. Es ist so, dass das Remarkable in einer geschützten Umgebung operiert und nicht mit großen Cloud-Diensten zusammenarbeitet, also weder Amazon noch Google noch Microsoft, so dass eine Kommunikation zwischen Remarkable und dem Rechner möglich wird, so dass man alle PDFs zum Beispiel oder alle Briefe, die man hier benutzt, entweder per E-Mail versenden kann oder tatsächlich in eine eigene für das Gerät abgeschlossene Cloud-Umgebung spielt, so dass man dann direkt vom Rechner darauf zugreifen kann. Es ist auch möglich, das Gerät direkt mit einem USB-Kabel an den Rechner zu verbinden, um dann die Daten sich zu ziehen. Das ist die von mir favorisierte Variante, denn dann umgeht man tatsächlich das Problem der Synchronisation über Wi-Fi. Insgesamt hat das Gerät einen Speicher Größe von 6 GB. Ich liege jetzt ungefähr bei der Hälfte, ohne großartig aufgeräumt zu haben. Und
auch das, da ist das Remarkable tatsächlich im Moment konkurrenzlos. Ja, ich hoffe, dass das ein ganz guter Eindruck war, wie man sich das Gerät vorzustellen hat, und zeige vielleicht jetzt nochmal ganz kurz die Preissituation. Insgesamt wird für das Remarkable 1 wird ein Preis von 500 € aufgerufen. Den finde ich nach 2 Jahren mit dem Gerät absolut akzeptabel. Und das Gerät Remarkable 2, das jetzt im Verkauf ist, liegt im Vorverkauf bei 400 €. Und wenn man noch ein wenig auf andere Accessoires schaut, dann ein wenig auf andere Accessoires schaut, dann können hier schon noch ein paar Euro draufkommen, ist aus meiner Sicht aber absolut gerechtfertigt, dieser Preis für die Güte des Produkts. Ja, also wenn man tatsächlich in der digitalen Welt arbeiten will und mit dem Remarkable in sich in Richtung papierloses Büro begibt, ist es in Kombination mit dem Fujitsu ScanSnap zum Beispiel ein tolles Gerät. Und ich tatsächlich bekomme nichts dafür, dass ich das hier empfehle. Aber ich bin von dem Produkt überzeugt, und deswegen glaube ich, kann man das in dem Kontext eines Podcasts oder Vidcasts zum Handwerkszeug und zur digitalen Lehre und zum Prüfungsmanagement durchaus empfehlen. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Fragen beantworten, ein bisschen was zeigen, und Christoph ist überzeugt von der Handschriftenerkennung. In diesem Sinne, einen schönen Abend und hoffentlich auf bald.